So, meine lieben Leute, und hier sind wir wieder bei Alien Isolation. Im letzten Part sind wir gerade angekommen in dieser kleinen Station und müssen den Strom anstellen, wie wir hier schon lesen können. Und ich habe mich da angestellt wie der letzte Honk, ey. Also wirklich. Und zwar hier auf Terminal zugreifen, haben wir ja schon gemacht und ich habe es ja auch schon vorgelesen da beim letzten Mal. Aber unten beim Zugehör, da steht es eigentlich, Energieknotenpunkt auswählen. Aber stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Und den hätte ich einfach nochmal aktivieren müssen. Finde ich ein bisschen eigenartig, aber okay. Weil ich finde, das ist nicht so eindeutig. Aber na gut, gucken wir mal, was passiert. Okay, Türen gehen auf, Licht geht an. Oh. Okay, lol. Daher oder was? Was ist da jetzt los? Gucken wir mal hinterher, würde ich sagen. Okay, lol, wie haben sie die Tür zugemacht? Ja, weil, hey, die können einfach mal durch... Einfach mal so durch Wände durchgehen, wenn sie Bock haben. So, und was ich auch im letzten Part noch gar nicht gemacht habe, und zwar ist es das Crafting-System. Ich glaube, und zwar haben wir ja schon mal die Blueprint gefunden. Für unsere... Na toll, leer, Alter. Für unsere... Für Medipacks oder Medikits. Medikits, genau. Klicken wir mal an. Okay, müssen wir mal gucken. Hier klicken zum Basteln. Fehlt uns irgendwas. Wir brauchen 10 plus... Impfkomponente B und Bindemittel. Okay, hier klicken wir mal hier mal zum Basteln. Okay, hä, können wir das nicht machen? Können wir bewegen? Komponente auswählen. Okay, haben wir... Fehlt jetzt noch was? Komponente B anscheinend, war. Okay. Weiß ich Bescheid. Also hier unten kommen wir nicht weiter. Bleibt also nur noch ein Weg. Gehen wir mal wieder hoch. Und hoffen, dass wir da weiterkommen. So, machen wir mal. Okay. Auf jeden Fall scheinen wir ja nicht die Einzigen auf dem Schiff zu sein. Hoffen wir mal, dass die uns wirklich gesund sind. Scheiße, Alter, laufen. Aua, scheiße. Hätte ich vielleicht dort durchkrabbeln sollen. Naja, gut. Aber es scheint noch nicht so wirklich bedrohlich zu sein. Alter, aber so riesen... Was zur Hölle ist hier passiert? Das ist eine gute Frage. Was ist hier wohl passiert? Krass, Alter. Das sieht gut aus. Ey, wie fett das aussieht. Einfach mal hier so an so einem Planeten an. Alter, wie schön, das bewegt sich sogar. Ja, manchmal ist es ja wirklich nur so eine billigen Bilder, die einfach oben dran geklitscht sind, aber das ist ja wenigstens mal eine kleine Animation. Ich bin jetzt nicht so da mega von begeistert, aber immerhin ein bisschen. Jetzt haben wir hier noch irgendwas. Kann man hier rein, Tür verschlossen. Ionenschneide benötigt. Okay. Heißt, wir werden wohl wahrscheinlich unsere erste Ausrüstung jetzt demnächst finden. Was mich natürlich freut, weil wir möchten ja mehr Ausrüstung, desto besser. Was ist das? Okay. So hüpfen können wir lustigerweise auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja. Anscheinend müssen wir wohl die Treppe da hinten hoch. Bleibt uns ja wohl nichts übrig. Klettern können wir bestimmt auch nicht, wa? Nee, das können wir nicht. Na, dann probieren wir es einfach mal. Baggage Claim, Gift Shop und Elevators. Okay. Kommen wir mal hoch. Wo sind wir jetzt hier? Gucken wir mal. Sieht aus wie so eine kleine Shoppingmeile, Alter. Okay, gucken wir einfach mal weiter. Oh, da kommt was vorbei. Ein geskriptetes Event. Die Doris. Okay. Ach, das ist unser Schiff. Jo, lol. Hier drüben, Verlaine. Oh, ich wollte auch gerade sagen, hier bin ich. Kontaktieren Sie die Torrents. Okay. Oh, scheiße, Alter, jetzt geht das Ding zu. Okay. Wie sieht das denn? Raum A und macht den Strom neu und komm in Raum B und macht den Strom neu. Fände ich ein bisschen dämlich. Leuchtfackel immer gut, ja, damit. Hier muss. Ey, hier kann man zocken, Alter. Wie cool ist denn das? Was ist das? Keine Ahnung. Falls es irgendwie wirklich ein Spiel sein sollte, dann kann ich jetzt auch mal, wer irgendwie die Kommentare schreiben, der Bock hat. Ich weiß, es ist wahrscheinlich noch nicht passieren wird in den nächsten Monaten, keine Ahnung.
Aber man kann ja wenigstens mal so tun. Okay, Strom ist wieder an, würde ich sagen. Das ist ja top. Sogar das Spiel geht wieder. Egal, das Spiel. Okay, ich will... Geht dies? Das wäre natürlich super. Das wäre cool gewesen. Ich hätte mich da gefreut drüber. Ich mag so eine kleine Easter Eggs. Kann ich mich immer drüber freuen. Okay. Scheiße, Alter, da brauchen wir was. Okay. Hey, es ist bestimmt gerade auch hier so irgendwo sehen. Ich hab's doch gesehen. Oh, abspielen. Hören wir mal zu. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay, hier scheint also ein bisschen Aufstand geherrscht zu haben bei dem Laden hier. Okay, alles klar. Wahrscheinlich werden wir die Story, was hier so passiert ist, nur nach und nach aufdecken. Scheint zumindest recht logisch, was man hier. Lol, ja, okay, das ist klar. Einfach mal so ein paar Kinderzeichnungen. Es ist zwar schön, dass das so viele Farben hat, aber irgendwie ist die Zeichnung trotzdem schwarz-weiß. Also entweder ist das Kind verdammt unkreativ, oder aber die Farben sind aus wie Kraut. Was haben wir da? Bindemittel. Damit. Hat's da irgendwas? Was war da an? Speicherterminal. Terminal zugreifen. Ach, ja, komm, wir sind mal nicht so wie es. Wir machen es zwar auch schwer schon, da kann man ruhig mal einmal mehr speichern. Ja, oh klar, machen wir überschreiben. Ja, damit. Auf Terminal zugreifen. Sevastolink. Privat. Den Stecker ziehen. Zoe, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur damit, Sie sich hier nicht nach einem anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. Gezeichnet Harper. Alles klar. Freigegeben. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals, im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik, müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro Marshall Waits. Okay, was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI des Seeksen Hiwi Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationäre Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Seeksen, morgen gemeinsam. Alles klar. Okay, was wir sehen, die Karte auf die Rufen. Tut mir leid. Ja, jetzt haben wir durchgeguckt. Okay, wieder wissen, was sie lernt. Scheint, als ob wir hier noch eine KI haben, mit der wir zu tun haben. Erinnert mich natürlich so ein bisschen an Resident Evil mit der Red Queen in dem Film. Der erste der von den Filmen, der noch ein bisschen gut war, die anderen waren da denn. Naja, egal. Wir wollen ja nicht abschweifen, ist zwar auch ein gutes Thema, aber trotzdem. Schade, kann man nicht benutzen. Die Tür ist immer noch offen, wir kommen halt nicht durch, okay. Vielleicht kommen wir da später ja nochmal hin. Das können wir auch Stunden lang. Also hier die rechts, die Tür, die kommen wir auch noch nicht. Da fehlt jetzt noch der komische Schneider zu. Also gucken wir mal, dass wir jetzt da hinten weiterkommen, würde ich sagen, oder? Ist auch... Also bin ich jetzt komplett blöd? Also Leute, tut mir echt leid, wenn ich mich hier einstelle, wie sonst sein, aber ich hätte gedacht, das geht jetzt hier weiter. Ionenschneider benötigt. Habe ich jetzt einfach mal das Ding übersehen? Das wäre natürlich richtig peinlich. Weißt du, man macht sich immer so den Kopf, dass Let's Player einfach nur meistens keine Peilung haben von dem, was sie machen. Aber ich muss feststellen, es ist tatsächlich so, wenn man moderieren muss dazu. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir sind knallharte Kerle und Frauen. Das können auch knallhart sein. Meistens schlimmer als Kerle. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Mal runter.
da habe ich bestimmt irgendwas übersehen in dem Raum. Könnte ich da was freischalten wieder? Weil ich finde, das ist ein bisschen übersichtlich gemacht, aber weil es ging schon so offensichtlich diese Tür hier auf. Sehe ich noch irgendwas? Ah, hier unten. Schacht öffnen. Ja, das klammern wir mal rein hier, würde ich sagen. Scheiße, Alter. Okay, geht los. Scheiße, finster hier, ey. Na gut. So klar, Alter. So klar. Ja, komm, als ob das Vieh jetzt hier so krass das hätte zum Hocken bringen können. So, nächsten Raum. Ach du Scheiße. Aber hier ist ja wirklich alles auseinandergenommen worden. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was. Ich hab's leider nicht erkannt. Gucken wir mal, das hier fällt alles auseinander. Ja, dem scheint fast so. Stimme ich der guten Frau zu. Hier noch was? Oh doch. Hä? Was habe ich denn da jetzt eben benutzt? Ach so. Alles klar. Ja, ist aber auch super geil gekennzeichnet. Man kann ja auch sehen, womit man interagieren kann und wo nicht. Auf der Seite noch irgendwas. Sieht so aus, als ob man auch noch hin könnte. Nee, doch nicht. Gut, okay. Klettern wir mal da durch, würde ich sagen. Oh, Schrott. Nehmen wir mit. Da sind wir, glaube ich, nicht wählerisch. Nehmen jeden Schrott mit. Jawohl. Scheiße. Nee. Ist das wie so ein Flughafen? Mit diesen einzelnen, du sich bewegende Böden, ihr wisst schon, was ich meine. So Trittleitermäßig, würde ich schon sagen. So leitermäßig eben. Gucken wir mal hier. Ah, die Physik. Naja. Die gute alte Physik. Oh, da kann man noch mal. Nee, ich dachte, das hat hier glänzt. Na gut. Alter, Junge. Oh, Leute, Menschen hinterher. Ja, in dem Moment, wo ich Menschen sehe, kann ich nicht laufen. Alles klar. Okay. Gucken wir mal. Ganz piepen. Ist das hier eine Lampe? Kann man die entschalten? Ja. Kann man nicht irgendwas hier aufmachen? Das hier? Kann man es aufmachen? Nee, auch nicht. Naja, keine Ahnung. Gucken wir nochmal rum. Kleine machen. Ein klein bisschen können wir ja noch. Ist hier noch irgendwas? Das da vorne muss der Ausgang sein. Ach, das hier oder was? Gehen Sie durch die Haupttür. Okay, Wartungsheber benötigt. Okay, wo ist man denn da? Abspielen. Okay, klar, machen wir das noch an. Wir sind ja nicht so. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ja. Machen wir. Und ich habe jetzt eben nicht, das Ganze nicht mitgekriegt, aber hier sind ja überall Leichensäcke, Alter. Hier sind ja alle so gefühlt, wie es aussieht auch. Krass, was hier wohl passiert ist. Es muss ja irgendwas gewesen sein, dass die Menschen es wenigstens noch geschafft haben, ihre Toten in Leichensäcke zu legen. Okay. Oder war es die Treppe hoch? Ach, hier ist die Treppe hoch. Wir sind ja nicht so. Nächstes Mal machen wir dann die Tür. So. Fuck the Marshals. Okay, machen wir. Bin ich da stark für. Strom wiederherstellen. Oh Gott. Also, es wird wohl wirklich darauf hinauslaufen, dass wir jetzt mal Strom wiederherstellen. Okay. Wissen wir wenigstens Bescheid. Das ist so ähnlich wie dieses gute alte Assassin's Creed. Oh, ihr müsst aus dem Turm aufdecken, um das Gebiet zu kennen. Naja, aber wie gesagt, ich denke mal, das werden wir alles in der nächsten Folge sehen, was hinter dieser Tür ist. Cliffhanger. Oh. Also, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.